Ich muss ehrlich gestehen, dass ich beim Erstellen von Diagrammen manchmal etwas pröbeln muss, nach dem Motto, probieren geht über studieren. Aber natürlich lohnt es sich, hier ein bisschen Übung zu erhalten und insofern ein bisschen gezielter zu pröbeln. Du hast hier dann zwei Beispiele, die wirklich sehr misslungen sind. In diesem ersten Kreisdiagramm fehlt mal diese Legende, beziehungsweise es ist einfach nicht aussagekräftig, man sieht gar nicht, worum es sich handelt. Außerdem fällt auf, dass da irgendetwas wahrscheinlich nicht stimmen kann oder es wäre ein purer Zufall, dass genau die Hälfte dieses Kreises farbig ausgefüllt ist. Da muss wahrscheinlich etwas schiefgelaufen sein. Wenn wir ins Diagramm tippen, so sehen wir, was da alles grafisch ausgewertet wurde. Und wir sehen, dass da nicht nur Erdöl, Treibstoffe und so weiter dazu kommt, sondern auch das Total. Und das macht natürlich wenig Sinn. So haben wir effektiv nicht 100%, die anteilsmäßig in diesem Kreisdiagramm dargestellt werden, sondern effektiv 200%, wenn das Total durch Masse zukommt. Das lässt sich sehr einfach korrigieren, indem du in diesen Datenbereich hineingehst und jetzt an dieser Ecke ziehst und dieses Total weglässt und automatisch macht jetzt dieses Diagramm mehr Sinn. Fehlt noch die Legende, die würde automatisch erstellt, wenn jetzt gleich in der Zeile obendran die verschiedenen Kategorien stehen würden. Man könnte jetzt eine neue Tabelle vielleicht nebenan machen oder darunter, indem man einfach nur diese Titel und darunter die entsprechenden Werte reinkopiert. Manchmal macht das Sinn, dass man sich so Spezialtabellen nochmals zusammenschustert an einer freien Stelle. In diesem Fall zeige ich dir jetzt aber einen anderen Trick. Mit einem Rechtsklick in das Diagramm hinein und dann Daten auswählen und dasselbe erreichst du, wenn du hier auf Diagrammentwurf gehst und Daten markieren wählst. Es heißt bei Excel immer wieder ein bisschen anders. So siehst du hier die verschiedenen Bereiche, die da zur Wirkung kommen. Wir haben hier den gesamten Diagrammbereich. Das wäre also der flimmernde Bereich hier. Du siehst, im Moment hat es keine schlaue Legende. Das heißt einfach Datenreihe 1. Excel weiß ja gar nicht, woher ich diese Legendenbeschriftung nehmen möchte. Die kann ich hier bei der Achsenbeschriftung noch auswählen, indem ich in diesen leeren Bereich gehe und jetzt die entsprechenden Begriffe auswähle, also von Erdöl bis Übrige. Mit Enter wird jetzt diese Zeile ausgefüllt und wenn ich das bestätige, so siehst du, habe ich eine wunderbare Legende. Fehlt noch ein Titel, den kannst du auf verschiedene Arten machen. Eine bequeme Möglichkeit in diesem Reiter Diagrammentwurf wäre Diagrammelement hinzufügen. Hier hast du den Titel und kannst gleich die Position wählen, über Diagramm oder allenfalls direkt drin in diesen Daten. Ich wähle jetzt über Diagramm und kann das nun beschriften und natürlich auch noch etwas kleiner machen. Manchmal macht es auch Sinn, wenn man die Werte direkt im Diagramm ablesen kann. Ist hier ein bisschen schwierig, weil diese Kuchenstücke so schmal sind. Trotzdem, ich zeige es dir der Vollständigkeit halber. Wiederum Diagrammentwurf und hier Datenbeschriftungen. Hier kannst du wählen, wo diese Beschriftung sein soll. Ich wähle mal zentriert. Das ist in diesem Fall mit diesen langen Zahlen ist es wenig brauchbar. Ich mache das wieder rückgängig. Tippen wir in den zweiten Reiter die Lebenshaltungskosten. Auch hier ein misslungenes Diagramm.
Das Thema wäre die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, also wie sich zum Beispiel die Aufwendungen für die Nahrungsmittel im Laufe der Zeit verändert haben. Man sieht es an den Zahlen, früher musste man prozentual viel mehr für Lebensmittel ausgeben als in der näheren Vergangenheit. Wenn wir jetzt diese Säulen anschauen, so kann hier auch wieder etwas nicht stimmen. Wir haben zum Beispiel überall das Total. Wenn ich in ein solches Segment einer Säule tippe, so wird mir gleich hier oben angezeigt, woher diese Daten kommen. Du siehst, wir haben hier immer die Summe. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn wir die nochmals abbilden. Mit der Löschtaste wird dieser Bereich automatisch entfernt. Du siehst, im Moment haben wir nur noch diesen blau markierten Bereich. Aber gleichzeitig siehst du hier diesen großen unteren Bereich, der kann auch nicht sein. Wenn wir genauer hinschauen, so sehen wir, das sind ja die Jahreszahlen. Auch das ist völlig widersinnig. Wir könnten jetzt wiederum dieses Segment auswählen und löschen, aber das hat den Nachteil, dass wir dann auch die Beschriftung gerade verlieren. Hier müssen wir vielmehr den ganzen Diagrammbereich noch ändern. Damit ich das ganze Diagramm besser auswählen kann, gehe ich in die Standardansicht und jetzt kann ich hier wie vorhin an diesen Anfassen ziehen und den ganzen Bereich aussehen und jetzt, wenn wir wieder etwas zurückzoomen, siehst du, wird es viel schlauer. Die erste Spalte, die wurde für die Legende verwendet und die erste Zeile, die wird für die Beschriftung der verschiedenen Säulen, für die Achse verwendet. Ja, genauso wollten wir es ja eigentlich haben. Jetzt lässt sich nämlich sehr gut ablesen, wie sich die verschiedenen Kosten prozentual verschoben haben. Übrigens, wenn du die Umsetzung der Daten noch genauer definieren möchtest, kannst du wiederum mit einem Rechtsklick Daten auswählen, auf dieses Menü zugreifen. Du siehst wiederum den ganzen Diagrammbereich, aus dem das Diagramm erstellt wird, hier ganz oben. Wir sehen die Legendeneinträge. Die kann man auch nachträglich noch in der Reihenfolge ändern. Du siehst die Beschriftung für die Achse. Auch die würde sich nachträglich noch hinzufügen oder ändern lassen. Und wenn ich jetzt hier auf Zeile Spalte wechseln tippe, so siehst du, wird das umgekehrt. Jetzt bilden die Jahreszahlen die Legenden und die Achse wird dann mit den verschiedenen Kategorien beschriftet. Hier könnten wir auch einzelne herausnehmen, indem ich sie antippe und einfach entferne. Vielleicht etwa so. Wenn ich auf OK tippe, so würde denn das so aussehen. Ist natürlich völliger Mist. Ist überhaupt nicht aussagekräftig, wenn ich da die Nahrungsmittel gestapelt über die Jahre in einer Säule habe. Ich mache das wieder rückgängig, beziehungsweise ich wähle erneut Daten markieren und wechsle diese Zeilen und Spalten erneut. Jetzt ist es wieder die ursprüngliche Ansicht, aber diese Spalten, die ich da ausgelassen habe, die sind nach wie vor entfernt. Es ist jetzt luftiger und wahrscheinlich auch ein bisschen übersichtlicher, durch das, dass ich größere Zeitsprünge habe. Also du kannst auch in einer sehr großen, umfangreichen Tabelle einfach einzelne Zeilen herausziehen, die dann effektiv im Diagramm dargestellt werden.